Hallo Freunde, wir sind wieder auf Tour. Heute wieder ein Hotel, wieder im Schwarzwald. Da unten soll es noch ein Schwimmbad geben. Schauen wir mal, ob wir da reinkommen. Dann bleibt dabei! Jetzt suchen wir uns mal einen Eingang hier. Viel Spaß! Und wir sind drin. Na, da geht es sogar noch runter. Fangen wir schon mal unten an. Ein CB-Funkgerät, Netzteil dazu. Schweißgerät. Ein Kompressor. Da ist die Pumpe fürs Bier, die Pumpe für den Wein, Vorkühler, Fleisch, Tiefkühlraum. Na, die Aggregate für den Kühlraum sind das hier. Fettpresse, elektrische Seilwinde. Das ist die elektrische Seilwinde. Nicht gerade Ski. Kupferkessel. Küche, Gasflasche, das ist verschlemmt, kontrollieren, ob die zu ist. Ja, ist zu. Heizstrahler. Fest. Keine Streichkörner mehr. Da ist so eine kleine Wohnung. Hier. Was ist das hier? Warum steht hier? Ein Schrank im Durchgang.
Vielleicht ziemlich alt auf das Gemälde. Mein Laufband steht da. Also mit Zug gestellt. Ich gehe im Kreis rum. Zugestellt. Aber komplett verrümpelt. Lass das die Tiere nicht zufallen. Ein bisschen Werkstatt. Lager, Gläser. Kühlräume. Oh, alte Schränke, weiße Tischwäsche, die Wäschekammer, hier steht eine Nähmaschine, Weihnachtsdeko, immer findet man überall Weihnachtsdeko. Einen Singer. Ein riesiger Wäschetrockner. Waschmaschine. Wäscheschleuder. Auch ganz oldschool. Lager, Lager, Lager. Alles zugestopft. Bauernstube, Speisesaal.
Folgen wir doch gerade mit dem Schild. Toiletten. Speisesaal. Ah, da haben wir das so Telefonzelle von früher. Schraube, geh weg. Nochmal eine. Telefon 2. Am Ausgang. Speisesaal. Da kommt die Küche. Ich höre zumindest nichts. Ja, mal testen. Strom ist keiner mehr da. Die Zapfanlage. Geht's in die Küche. Kaffeemaschine. Das hier ist ein Kombidämpfer. Was ist denn das? Das hier Bier gebraut. Das ist also wie eine Brauanlage, oder? Kann da mal in die Kommentare schreiben, was das ist. Mir sagt das nichts, aber ich würde das Tipp jetzt irgendwie auf Brauanlage, Bier brauen. Oder sowas, oder Destillieranlage. Schützenmaske. Ab sofort nicht Raucherzone, das ist auch wieder Pausenraum. Aufenthaltsraum wahrscheinlich so in die Richtung. Bürogeründe. Noch mehr Lagerraum. Ist alles kreuz und quer durchgewürfelt. Baumaterial, Feuerlöscher. Und dann kommen wir einfach wieder Küchensachen. Heizkörper. Backform im Schrank. Irgendwie etwas. Mischmasch. Irgendwie ein bisschen Altbaustelle gedöns hier. Sido. Schon geschleert. Thank you.
Kaffeekännchen. Kinderspielzimmer. Wieder ein Schwarzwaldstäbchen. Kleiner Lagerraum mit einem Kühlschrank. Geschirr. Ohne Ende Geschirr. Eisbecher, Soßen, Schüsseln, Kaffeekännchen. Thermoskanne, Mixer, Kassen. Einfach alles. Und zwischendrin Baugeräte, das ist echt geil. Ne? So, das ist wieder eine Küche. Da war aber irgendwas faul, wo wir damals gekommen sind. Aber Kabel, die können es nicht gewesen sein, weil sonst hätte es anders aussehen. Ich glaube, die hängen ja illegal wohnen müssen. Oder das könnte auch sein, ja. Wir gehen ein Stockwerk auf. Also nicht erschrecken. Wo war jetzt das Treppenhaus? Da kommt's, glaube ich. Ganz schön was los hier, ne? Hm? Ganz schön was los hier. Da ist nochmal ein paar. Massig Unterlagen, Gerätschaften, Büro. Ja.
ganzen Büroräume. Schulungsräume. So, da haben wir jetzt noch eins von den Hotelzimmern, die noch eingerichtet sind, so mehr oder weniger. Ja. Aber haben wir auch schon andere jetzt gehabt, die wirklich total im Kern sind. Baustelle drin, die ich hier mal uns zeige. Da liegt der ganze Grödel rum. Hier ist Rohbaustelle. Frisch gestrichen mal. Wie in unserem letzten Hotel, dasselbe Spiel. Anfangen zu sanieren und dann wieder aufgehört. Das hier sieht auch noch ganz gut aus. Steht sogar noch die Nachttischlampe. Ja. Und dann halt immer wieder Rumpelkammer. So sieht eigentlich jedes Zimmer hier aus. Entweder eingerichtet oder Rumpelkammer. Brauche ich euch nicht jedes Zimmer jetzt zeigen. Und dann noch ein bisschen andere aufbauen. Zwei Einzelbetter. Rumpelkammer im Treppenhaus. Baustelle. Ja, so geht's halt weiter. Immer wechseln. Baustelle. Eine behindertengerechte Dusche. Grün. Also nicht wundern, wenn ihr noch andere Stimmen hört. Hier sind noch andere Airbags unterwegs. Das Haus ist hier irgendwie überlaufen. Für mich war es irgendwie noch ein Geheimtipp, dachte ich. Aber komischerweise weiß es nicht jeder. Gästezimmer. Ja, alle immer ein bisschen anderer Stil, aber alles nicht schön. Altbacke. Ja. Nö, etwas komisch. Ein komisches Haus. Hm. Teilweise saniert, renoviert. Sofa, ne? Mhm. Ja, das hat was. Hier hat wohl irgendwann mal jemand gehaust. Hier gibt es sogar noch Teppiche.
wir jetzt nochmal Privaträume. Meier Privat. Schauen wir uns das mal an. Ja, hier sieht man, da hat jemand gewohnt. Schau noch ein bisschen was da. Bierflasche im Schrank. Ohne Ende Pfand steht hier. Mal in den Kühlschrank reingucken. Habe ich schon. Leer. Genau. Auch leer. Kühlschränke leer. Keicherstaubsauger. Mhm. Da haben wir die Küche. Da liegen noch Zwiebeln. Okay, die sind aber schon älter, die sind durch. Da steht die Pfanne. Im Kühlschrank sind noch Sachen drin. Thunfisch. Der Kühlschrank riecht gut. Thunfisch ist gar noch haltbar. Bis 12.2021. Butter ist noch drin, Sahne-Meerrettich. Sahne-Meerrettich abgelaufen. Alter, stinkt das. Am Deckelrand muss doch das stehen. Hä? Warum steht denn da nichts drauf, wenn das abgelaufen ist? Ach, da oben drauf. 10.2019 ist das abgelaufen. Aber das ist alles schon neu zu, ja. Mayonnaise. Hält ja auch nicht ewig. 12.2019, also Ende letzten Jahres die Bude verlassen hier. Zum Glück gibt es keinen Geruchs-YouTube. Also mit der Fahrer, dass hier irgendwelche, was war das, Bulgarer? Bulgarer letztes Jahr noch hier drin gehaust haben, die wohl das Ding hier angeblich jedes Zimmer renoviert sind, deswegen. Sind die Zimmer hier so teilweise renoviert? Und es war jemand deutlich, sind letztes Jahr vom Gelände hier verscheucht worden, von den Bulgaren. Arbeitsschuhe. Überall Heizstrahler. Ja, der ist wahrscheinlich ein bisschen kalt geworden. Und irgendwann ist der Strom wahrscheinlich abgeschüttet worden. Dann haben sie das Ding hier verlassen. Auf dem Balkon steht auch ein Gas. Da noch. So. Noch ein Stockwerk nach oben. Da war noch eine Zeitung liegen. 24. Juli 2002. So, da haben wir noch den Dachboden. Steht auch noch Zeugs rum. Teppichboden zum Trocknen ausgelegt wahrscheinlich. Elektriktrick, Satzschüssel und da kommen die ganze Kabel raus. Mal ringsrum. Und ein bisschen Lagergedöns. Das ist da eine Kerze. Ja.
E-Bike. Altes Fitnessbike. Dann noch mehr Elektrik. So, das war's jetzt, glaube ich, soweit. Wir gehen jetzt mal noch nur noch. Da ist noch ein Schwimmbad. Bis gleich. Da haben wir auch nochmal ein Stück Privatwohnung. Liegt eine Sonnenuhr? Nee, ist keine Sonnenuhr. Irgendein Spiel, ne? Würde ich fast sagen. So, Noah geht auf jeden Fall in den Kreis. Ah, keine Lampe. In die Kette. Pompös, aber. Schmecken. Hat was? Marmor in der Küche. Zeitung. April 2013. Aber wie man jetzt so wissen, war ja Bulgare drin hier. Auch nochmal zur Lampe. Denselbe Stil. Bilder vom Steinbruch. Bilder hier drin liegen. Überall die gleiche Lampe hängen. Da steht Boxer, die sind auch schon durch. Eine Dusche. Bad. Da ist die Lampe schon zusammengeschlagen. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Na, bleib zu. So, jetzt. Mächtiger Schrank. Cool. Ah, okay, das ist Matterhorn. Die ganzen Bilder, die da verteilt waren, sind gerade Matterhorn. Vielleicht war das auch so ein bisschen VIP-Lounge hier. Oder VIP-Wohnung. Kann man fast sagen. Weil die Privatwohnung war jetzt eher ohne. Dann war das bestimmt zu vermieten. An VIP. Oder vielleicht doch privat. Weiß. Mach die Uhr offen. Licht aus, schauen wir mal da raus.
Da oben ist Schwimmbad, da müssen wir mal auf in Richtung Schwimmbad. Durch den großen Konferenzraum. So. Über den großen Steg. Da ist abgeschlossen. Zur Sauna, umkleiden, da war dann umziehen und jetzt geht's in Richtung Schwimmbecken. Infos, Wassertiefe 1,30, Länge 16 Meter des Beckens, Breite 8 Meter des Beckens, Baden auf eigene Gefahr, keine Badeaufsicht, Einzelbenutzung der Anlage gefährlich, Springen, Beckenrand, bla bla bla. Eigentlich ganz schön gemacht. Ein bisschen Plastikblumendeko. Schöne Fliesespiegel. Ja, das Ding hat was. Als Privatpool. 16 Meter Becken. Ja, sportlich. Das wäre geil. Versorgungsanlage ein bisschen dazu. Gucken wir mal durch. Klo. Hier riecht's nach Klo und Reiniger. So, dann geht's da hoch zur Sauna. Ein bisschen Deko, die ganz schön gemacht. So, auf geht's. Ab in die Sauna. Lang und geschmiedeten Geländer. Solarium. Auch schön oldschool. Umkleideraum, Dusche, WC, Tauchbecken. Das Tauchbecken. Kleine Toilette. Toilette mit Ausblick. In den Wald, auch nicht schlecht.
Blick direkt in die Welt. Da haben wir die Sonne. Da steht der Saunaofen. Aufgusseimer. Keine Sauna. So. Und dann gibt es da drüben im Nebengebäude gibt's noch eine Kegelbahn. Da gehen wir jetzt mal noch hin. Da steht ein Billardtisch. Kugeln, Kös, alles da. Tischtennisplatte. So, jetzt da rein zur Kegelbahn. Auf, hell auf. Das Panel. So. Eine Runde Floody Adventure davor zu uns. Und die Anzeige. Alles sogar noch da. Sogar die Kugeln sind da. Tja, mit Strom da wäre, wird es laufen. Zur Beseitigung von Störungen Hauptschalter auf 0 stellen. Stellen wir mal auf 0. Und zurück. Immer noch lauter Garagen. Zug stopft. Die ist sogar verschweißt. Da liegt ein Schlüsselraum, wenn sie versucht, die Garage von uns aufzukriegen. Weiß irgendjemand, was das da für Matten sind? Ich habe das zwar schon mal gesehen, aber ich kann mich nicht daran erinnern, zu was die Dinger da sind. Ich weiß es nicht mehr, wo das dran war. Da steht noch mehr von der Matte. Da steht so ein Rasenmäher. Da steht ein Pool, ein Whirlpool, ein Außenwhirlpool. So Freunde, das war's jetzt wieder hier aus dem Waldhotel im Schwarzwald. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn nicht, tut wie immer gar nichts. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.